Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Paar zu Pokémon Y mit dem Zwergenfürst und der Zwergenfee. Im letzten Part haben wir hier die Arena überstanden, haben die Quiz-Arena bewältigt und haben hier die Quizzes im Illumina-Leuchtturm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, bestanden und jetzt geht's hier zum nächsten Arena-Leiter, der Kalos-Region. Kalos-Region? Ja, ich glaube, das war die Kalos-Region. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir hier in der Kalos-Region. Na gut, dann rollen wir das Ganze also nochmal von vorne auf. Das ist der Arena von University. Alles klar. Du machst dich besser auf was gefasst. Mein Bruder ist nämlich genauso stark, wie man es von Arena von Indiana City erwartet würde. Eureka! Wie oft muss ich es dir noch sagen? Es sind die Pokémon, die für mich meine Kämpfe bestreiten. Darum bin ich mächtig stolz auf sie. Ich weiß. Ich weiß. Also dann. Ihr zwei. Ich möchte jetzt einen spannenden Kampf sehen. Zwei? Ich hoffe, der hat nicht nur einen Pokémon. In diesem Sinne, dann wollen wir mal beide unser Bestes geben. Aha. Citroen. Eine Herausforderung von Arena Citro. Emolga wird von Citro Arena eingesetzt. Los, Lachs! Lachs ist das erste Pokémon im Team. So. Und dann fangen wir mal mit Lachs an und setzen Dampfwalze ein. Ich dachte, Lachs ist so die effektivste Variante hier. Das effektivste Pokémon, deshalb habe ich das erstmal in die Spitze gesetzt. Wird sich jetzt beweisen. Intensität hat keine Wirkung. Na toll. Ja gut, Dampfwalze hat jetzt auch nicht wirklich gewirkt. Und Lachs ist besiegt. Ja, gut, so viel zu Diktri und Lars. Dann mal nur als nächstes. Level 39, also das Level ist in Ordnung. So unter Level sind wir nicht. Und mit Mega-Entwicklung dürfte das hinhauen. Na komm, machen wir jetzt schon am Anfang. Ja, ist klar. Hätten wir uns zum Schluss aufheben können, aber was so ist. Ich hab Mega-Lokari erstmal rein. Machen wir einen guten Anfang. Statt bei einem guten Ende. Ja, so gut ist das, ist der Anfang dann auch wieder nicht. Tja. Na komm jetzt durch nur. Die Pokémon sind hier zäher als erwartet. Auch ein einfacher Steigerungshieb. Ein einfacher Steigerungshieb bringt hier nicht so viel. Na komm, vielleicht bringt es auch Magneton etwas. Ich bin hier gerade ein bisschen schockiert von der Stärke dieses Arena-Trainers, Arena-Leiters. Ich bitte um Verzeihung. Ah, okay, aber das Magneton kriegen wir einigermaßen besiegt. Das kriegt ein wenig Schaden. Übertrank. Würde nicht viel nutzen. Steigerungssieb. Okay, Robustheit. Deshalb hat er noch einen KP. Schlecht für mich. Übertrank. Es sei denn, der setzt weiterhin Übertränke ein. Dann kann er mich nicht besiegen. Ist paralysiert. Und greift nicht an, oder was? Ach du Schreck. Ja gut, das war's dann auch mit Noah. Ich hätte ohne Trank einsetzen können, aber... Ja gut. Es sieht ziemlich... Ja, scheiß aus. Blut vielleicht. Oh Mann, was ist mit meinem Team hier los? Oder eher gesagt, was ist mit dem gegnerischen Team hier los? Was passiert denn hier gerade? Meine Fresse! Scheitern wir hier an diesem Arena-Kampf? Das kann doch hier nicht die Option sein. Unser halbes Team ist schon besiegt. Na komm, Rate, vielleicht habe ich mich in der Effektivität verschätzt und Wasser ist hier einfach die beste Möglichkeit.
Ja gut, den haben wir noch nicht ganz besiegt, aber vielleicht hält Lars, Noah ein bisschen aus. Na, Ratte ist das. Lars, Noah, Ratte. Ja. So, Magnedon besiegt. Da waren es noch zwei. Tja, Elizard wird weiter, wird eingesetzt als nächstes. Als nächster Kämpfer. Die sieht aber nicht so zart aus. Strauchler. Oh wein, das ist ein Pflanzenattacker. Und das ist sehr effektiv gegen den Ratte. Na komm, setz doch mal was ein. Ach Mensch. Das ist doch hier nicht wahr. Das kann doch hier nicht wahr sein. Das ist doch hier nicht die Möglichkeit. Es ist doch hier. Ich raste aus. Wie sich mein Team hier heute anstellt. Wenn wir das jetzt hier hinkriegen, dann war das hier aber ein katastrophaler Sieg. Das ist jetzt hier. Da war das hier aber. Puh. Das Team braucht hier auf jeden Fall noch ein wenig Training. Und ein wenig Training meine ich sehr viel Training. Ja, selbst wenn wir das jetzt schaffen sollten. Peinliche Aktion hier. Und ich glaube nicht dran, dass wir das schaffen. Es ist hier. Es ist hier wirklich katastrophal. Ich kann das Relaxo noch ein bisschen was beheben. Ansonsten. Ja gut, da bin ich ein bisschen sprachlos. Hätten wir vielleicht ein paar Tränke einsetzen müssen. Der Akku meines 3DS geht auch langsam sterben. Mit meinem 3DS geht's zu Ende. Und der blinkt hier gerade schon rot. Und der hat mir gerade schon angezeigt. Akkustand ist alle. Der Akku ist alle. Gut, den Trainer haben wir gerade so noch besiegt. Aber hier. Knapp Aktion hier. Aber wirklich kein ruhmreicher Sieg. Deine Einstellung zu kämpfen ist elektrisierend. Ich fühle mich wie vom Blitz getroffen. Ich mich nicht. Zeinfi gewinnt 5920 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen ihn hervor. Arena Leiter von Luna City. Oh, Bruder Herz, du hast ja verloren. Ach, Heureka. Irgendwann lernst du auch noch, dass es keine Schande ist zu verlieren. Ist doch schön, wenn wir uns von einem so starken Herausforderer noch was lernen können. Aber es ist eine Schande, so zu gewinnen wie ich. Das ist eine Schande. Zu verlieren ist keine Schande, aber so zu gewinnen wie ich, es ist was anderes. So, für deinen Sieg bekommst du den Ampereon überreicht. Der Ampereon. Sieht ja großartig aus. Und wir haben es ja geschafft. Knapp, aber wir haben es geschafft. Zeinfi gewinnt von Citro den Arin Ampereon. Mit dem Ampereon in deinem Besitz gehöre ich in dir Pokémon bis Level 70. Und dann bekommst du noch diese TM. Hier, bitteschön, Team 24 Donnerblitz. Dank einer Stärke von 90 und einer Genauigkeit von 100% ist das eine Elektroattacke, auf die man sich verlassen kann. Und deshalb ist sie wahrscheinlich auch so beliebt. Aber wir haben noch nicht wirklich einen Elektro-Typ im Team, oder? Oder übersehe ich da was Offensichtliches? Mensch, Erika, unterbrich mich doch nicht. Und wieder einmal werden wir Zeugen eines bahnbrechenden Moments, in dem uns die Wissenschaft ein Stück in die Zukunft katapultiert. Ich habe nämlich eine Ausgabemaschine für technische Maschinen erfunden. Das war es, was ich eben eigentlich noch sagen wollte. Es geht mir übrigens gar nicht so sehr darum, immer stärker zu werden. Ich versuche einfach Spaß mit meinen Erfindungen zu haben und jeden Tag an der Seite meiner Pokémon zu genießen. Das klingt doch ganz vernünftig. Hier sind Teleporter für uns oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Das war nur die Plattform für Heureka.
wenn sie dann so heißt. So, da haben wir jetzt noch einiges zu tun. Wir können ja in diesem Part noch ein bisschen was tun. Der Arena-Kampf hat bestimmt nicht zu lange gedauert. Können noch diese Rundennachricht angucken. Sein der DS geht vorher aus. Rundennacht halten. Hätten wir vielleicht mal speichern sollen. Professor Platon. Na, alles in Ordnung bei dir? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Schau einfach im Bistro Flordelis vorbei. Bistro Flordelis. Da ist bestimmt kein Geheimversteck drin. Du weißt, welches Bistro ich meine, oder? Es liegt in einer Seitengasse neben der Herbstallee. Ganz in der Nähe des Prismaturms. Wenn du es nicht finden solltest, dann nimm einfach ein Taxi. Bis später. Ein Taxi nehmen, ja. Das wäre ja herrlich. Bescheuert. Wir wissen, wo das ist. Und ich speichere kurz mal, das wäre nicht zu blöd. Bevor wir ins Kaffee gehen, sollten wir auf jeden Fall nochmal zum Pokémon Center rennen. Und das Team mal hin. Das ist doch nicht wahr. So, ich lasse mich doch von so einer kleinen Konsole nicht verarschen. Kurz mal Kabel angeschlossen. Jetzt müssen wir halt mit Strom spielen. Wenn der Akku versagt. Akku kacke ist. Müssen wir von nun an am Strom stehen. Der 3DS steckt jetzt an der Steckdose. Das ist jetzt. Und läuft über Strom. So, wir wollten mal kurz. So, das Team heilen. Ja, ist ärgerlich. Das ist der. Der 3DS ist in die Tage gekommen. Man sieht's. Hat seine besten Zeiten überstanden. Aber mit ein bisschen Kabellage musste man kurz unter den Tisch krabbeln und mal ein bisschen für Kabellage sorgen. Jetzt können wir mal weiterspielen. Blast Rose. Und da haben wir Team Flair. Ein Kaffee so rot und schick wie wir. Dort erörtern wir die erforderlichen Maßnahmen, um unseren Traum von einem wunderschönen, von einer wunschlos glücklichen Zukunft in die Tat umsetzen zu können. Oh, ich fürchte glatt, ich muss mich mal auf eine Synchronisation vorbereiten, die ich gleich hier führen muss. Mit einem gewissen anderen Charakter. Falls ich das hinkriege, so wie ich es vorhatte. Das bittere schwarze Elixier namens Espresso. Es ist das Öl, das unseren Motor schmiert. Ah, okay. Na dann rein mit uns. Da sollten wir uns mit dem Professor treffen. Ah, hallo. Dann komme ich mal hier rein. Hier sind wir. Ich habe mich gerade aufgeregt. Ich habe mich gerade angeregt, mit Flordelis über die Mega-Entwicklung zu unterhalten. Zu der du Nachforschung anstellst. Man kann dir wirklich nur gratulieren. Ich wünschte, ich könnte wie du die Mega-Entwicklung einsetzen. Du musst wissen, dass Flordelis königliche Vorfahren hat und somit auserwählt ist. Für wahr. Ich bin wohl ein Nachkomme des jüngeren Bruders des Königs. Allerdings reichen die Erzählungen 3000 Jahre zurück und sind somit nur bedingt zuverlässig. Übrigens, Zwangfee, weißt du, wo der Holo-Look entwickelt wird? Nö, erzähl es mir. Nicht? Na, im Labor von Flordelis. Flordelis verdient wahrlich unseren Respekt. Ein Teil der Erlöse steckt er in Forschungsprojekte, die dem Wohl der Pokémon und der Trainer dienen. Menschen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen, die geben und die nehmen. Genauso wie die beiden legendären Pokémon der Kritalis-Region, Leben, Gaben und Namen. Ich möchte anderen etwas geben. Aber auf der Welt gibt es genügend Narren, die ihre Zeit, ihre Stärke zum Schau stellen wollen, indem sie von anderen nehmen. Diese Menschen sind abscheulich. Vor langer Zeit wollte der König von Kalos alles für sich haben, so erschuf er eine schreckliche Waffe.
lässt dann in das entfesselte die Flammen der Zerstörung. So wirkt es jedenfalls überliefert. Carlos ist wunderschön, so wie es jetzt ist. Wenn die Zahl der Pokémon und Menschen nicht widersteigt, gibt es auch keine Streitigkeiten. Doch die Zukunft steht noch nicht fest. Niemand kann sagen, dass es morgen genauso sein wird wie heute. Sekunde, ich brauche noch eine Verschnaufpause. Was der König damals getan hat, war falsch. Aber ein Gutes hat es doch dann doch. Die ultimative Waffe hat auch das Schlechte in ihrer Ära antlitz der Welt gefegt. Zweifel erhält den Kingstein. Kingstein wurde in der Itemstasche verstaut. Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist ein kleines Dankeschön. Ähnlichkeiten in der Stimme oder in der Synchronisation oder im Charakter zu real existierenden oder bereits verstorbenen Persönlichkeiten, das ist, sind Zufall. Also, das möchte ich mal sagen. Also, wenn hier irgendjemand irgendwas raushört, das ist, ja, alles ist, also Ähnlichkeiten zu irgendwelchen anderen Personen sind frei erfunden. Das ist also alles eure Vorstellung. Das ist alles gar nicht wahr. Was für eine flammende Leidenschaft. Seine Reden sind wirklich mitreißend. Was? Da sagst du aber was. Sie verraten deutlich seinen berechtigten Stolz auf seine Abstammung. Ihr merkt so ein bisschen, so warum ich das mit einem Augenzwinkern... Ihr wisst warum. Flotilis Worte sind sehr prägnant und in sich schlüssig, aber das muss nicht heißen, dass er auch recht hat. Sanfi, das Wichtigste ist, mit wem du deine Zeit verbringst. Genieße die Zeit, in der du mit deinen Pokémon die Carlos-Region bereist. Ich guck mal kurz hier. Dieses Möbelstück sieht irgendwie verdächtig aus. Ach, ich dachte. Okay. Ja, ganz offensichtlich sieht dieses Möbelstück verdächtig aus. Willkommen im Bistro Flotilis. Wo sich überhaupt kein Geheimversteck befindet. Okay. Meine Oma hat immer gesagt, dass auf jede Untat Strafe folgt. Das hat sie immer mit mir geschimpft. Ach ja, meine Oma, ob es ihr wohl gut geht. Gut, Meister Flotilis. Bald haben wir 5 Millionen Pokédolle zusammen. Ich bin aber nicht Meister Flotilis. Weltenretter in roten Anzügen, das ist Team Flair. Fans und Fanatiker. So, wir gehen mal vor die Tür. Wir kriegen gleich eine Hono-Nachricht. Von wem wohl? Wie ist es, der Professor? Ach, Trovato. Wie habe ich die nochmal synchronisiert? Langt und gut. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass wir uns alle auf Route 14 treffen. Okay? Okay, auf Route 14 geht's mit der Story weiter. Aber wo wir schon mal in Illumina City sind, werde ich mal gerade versuchen, wo wir ja jetzt die Bereiche freigeschaltet haben, auf den Bereich zu kommen, wo wir noch nicht waren. Der Nordring müsste das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wo wir hier noch ein bisschen shoppen gehen können. Wir können jetzt Illumina City erkunden. Es ist noch einiges, was wir tun können. Der Prismaturm muss sich einem grandiosen Ausblick über Illumina bieten. Das habe ich jetzt nicht richtig vorgelesen. Also Nordring. Sind wir da richtig oder eigentlich müssten wir jetzt einen neuen Ring freigeschaltet haben? Was haben wir hier? Schild lesen? Oder auch nicht? Eine Art Hotel scheint das zu sein. Waren wir hier schon? Hey! So sieht man sich wieder. Wie läuft's als Haus? Du weißt ja, ich bin mit Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die Urkraft in die Welt hinaus. Ich frage dich besser mal nur zur Sicherheit. Soll ich dir die Urkraft erklären? Nein, danke. Hey, alles klar. Du weißt eben Bescheid als Haus. In dem Sinne, empfange meine Kraft. Miteinander.
Mr. Miteinander hat dir seine U-Kraft zuteil werden lassen. Du kannst jetzt Schnäppchenkraft Level 1 benutzen. Was auch immer. Schnäppchenkraft bewirkt, dass man im Pokémon-Supermarkt Items für weniger Geld benutzen kann. Kaufen kann wahrscheinlich. Denk daran, du kannst über das PSS auf die U-Kraft zugreifen. Und je mehr du sie einsetzt, umso mehr steigen die einzelnen Kräfte an Level an. Ersetze sie am besten schön fleißig ein. In diesem Sinne, ich werde dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Ja, da ist mir ein großes Rätsel, dieser Mr. O und diese O-Kraft. Ja gut, kann man einsetzen, muss man aber nicht. Herzlich willkommen im Grand Hotel Peak Freien. Du machst mir einen fähigen Eindruck. Verzeih, wenn ich dich damit überfalle. Aber möchtest du vielleicht hier arbeiten? Arbeiten? Ich wollte übernachten vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber arbeiten? Okay, von mir aus. Welche Arbeit würdest du übernehmen? Zimmerservice, Bett machen, verlorene Objekte. Zimmerservice? Zimmerservice, also dann bitte begib dich zur Rezeption. Schon arbeite ich hier, schon habe ich einen Job. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Claude. Ich bin hier für den Zimmerservice zuständig. Ich möchte dich darum bitten, dir die Bestellungen unserer Gäste richtig zu merken. Sei doch bitte so nett. Haben wir das schon mal gemacht oder ist das jetzt neu? Ich weiß nicht, ob das der richtige Ring ist oder ob ich jetzt wieder auf dem falschen bin. Ob ich jetzt hier wieder was wiederhole. Na egal, machen wir es jetzt mal. Los geht's. Es gibt eine Bestellung. Also dann verlasse ich mich auf dich. Los geht's. Knochige aus Kironida-Beeren. Am besten so angerichtet wie die Attacke Psycho Plus. Man sagt mir nach, lasch zu sein. Ich warte. Also dann, ich verlasse mich auf deine Bestellung. Wie lautet die Bestellung von Gast 1? Einmal Knochige mit Kironida-Beeren und wie die Attacke Psycho Plus. Weil er lasch ist. Knochig aus Kiroja-Beeren nach Art der Attacke Psycho Plus, weil der Rest lasch ist. Bist du sicher? Sehr sicher. Okay, dann gebe ich die Bestellung auf. So funktioniert der ganze Spaß. Verdiene ich daran auch irgendwas oder mache ich das hier alles aus Spaß? Hier ist der Zimmerservice. Ich bringe Ihnen eine Bestellung. Gnocchi aus Kiroja-Beeren a la Psycho Plus, weil sie sich heute so lasch fühlen. Trippin. Ich habe mich extra für dieses Hotel entschieden, um dieses Gericht zu mir nehmen zu können. Aha, nicht wegen der Zimmer, nicht wegen der Übernachtungsmöglichkeit, nicht wegen der Nähe ans Zentrum, nicht wegen der Lage, nicht wegen den dem Komfort oder so, um schlafen zu können, sondern wegen des Gerichts. Okay, machen wir fürs erste Schluss. Danke, dass du dich so angestrengt hast. Ausgezeichnet, fantastisch. Alles klar, es ist beschlossene Sache. Du musst auf jeden Fall mal wiederkommen und mit mir zusammenarbeiten. Lieber nicht. Danke für deine Hilfe. Was deine Leistung betrifft, die war wirklich ausgezeichnet. Dein Manager loben dich in höchsten Tönen. Das ist dein Lohn für die heutige Arbeit. 2000 Pokédollar, okay. Das ist ein ordentliches Tagesgehalt. Das ist, so kann man das für einen Tag, das ist, kann sich sehen lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hier können wir also ein bisschen Geld verdienen, wenn wir was brauchen zum Shoppen. Interessant. Ja, da könnten wir jetzt noch die anderen beiden Sachen ausprobieren, aber ich wollte jetzt mal nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Was haben wir denn hier? Das schaut mir fast nach einem Museum aus. Später müssen wir noch Rute fotzen. Tritt bitte bei der Rezeption rechts ein. Okay, einmal Museum anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon waren. Kommt mir relativ bekannt vor, aber ich habe es auch schon mal gespielt. Willkommen im Klimner Kunstmuseum. Kunst sollte frei zugänglich sein, also verlangen wir auch keinen Eintritt. Sehr schön. Willst du eintreten? Ja.
Gegen eine Gebühr von 200 Poké-Dollar kannst du dir ein Audio-Geld ausleihen. Damit erfährst du online Wissenswertes über die Gemälde. Möchtest du ein Audio-Geld? Warum nicht? Gut, hier ein Audio-Guide. Über die Kisten neben den Gemälden kannst du dir detaillierten Erklärungen anhören. Viel Spaß beim Besuch. Okay. Lesen wir uns die Erklärung durch. Aus dem Audio-Guide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Der Garten des Magnum Opus Palastes. Die Pokémon-Statuen ehren die Zusammenarbeit zwischen Pokémon und Menschen. Das Bild ist Teil einer Reihe mit der Künstler aus anderen Regionen Landschaftseindrücke von Kalos zum Ausdruck bringen. Aha, da waren wir ja schon. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Ein dunkle und beunruhigende enge Höhle. Das gespenstische Licht wird vom sogenannten Leuchtmoos erzeugt. Das Bild ist Teil einer Reihe mit der Künstler aus anderen Regionen ihre Landschaftseindrücke von Chaos zum Ausdruck bringen. Aha, okay. Chaos-Eindrücke. Ein bisschen Kunst hier. Museen finde ich persönlich, also jetzt mal Real Talk, finde ich wirklich, also gehe ich gerne rein, also habe ich kein Problem mit. Das gucke ich mir gerne an. Hier, Pokémon jetzt mal ein bisschen Kunst. Dem Audio-Guide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Die Sonnenuhr reflektiert die Strahlen der untergehenden Abendsonne. Aus unerfindlichen Gründen hat der Maler sie jedoch spiegelverkehrt abgebildet. Nicht ein Fehldruck. Das Bild ist Teil einer Reihe, mit der Künstler aus anderen Regionen ihre Landschaftseindrücke von Kalos zum Ausdruck bringen. Lass mich raten, das ist auch Teil einer Serie. Mit dem Künstler Ausdruck von Kalos bringen. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Die Stadt mit dem feenhaften Charme. In der Mitte steht ein gigantischer Baum, in dem sich die Pokémon-Arena befindet. Das Bild ist Teil einer Reihe, mit dem Künstler aus anderen Regionen Landschaftseindrücke von Kalos zum Ausdruck bringen. Schweres Wort. Nicht bringen.